Die Briefwahl zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Einfach erklärt. Warum gibt es die Briefwahl eigentlich? Zum Beispiel, damit auch Kranke wählen können. Und alle wählen können, die nicht in den Wahlraum gehen können oder möchten. Wer kann per Brief wählen? Alle, die wahlberechtigt sind. Also die über 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, seit mehr als 3 Monaten in Baden-Württemberg wohnen und die nicht durch einen Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wie beantragt man Briefwahl? Wahlberechtigte bekommen bis zum 21. Februar per Post ihre Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite ist der Antrag für einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Ausfüllen, Briefmarke drauf und schnell abschicken. Spätestens bis zum 12. März. Bei manchen Gemeinden geht der Antrag auch online. Und dann? Per Post kommen der Wahlschein, der Stimmzettel, ein blauer und ein roter Umschlag. Sie haben eine Stimme. Auf dem Stimmzettel machen Sie bei der Person Ihrer Wahl ein Kreuz. Nur ein Kreuz. Der Rest geht schnell. Stimmzettel einmal falten und in den blauen Umschlag stecken und zukleben. Und nun Wahlschein ausfüllen und unterschreiben nicht vergessen. In den roten Umschlag kommen der Wahlschein und der blaue Umschlag mit dem Stimmzettel darin. Und jetzt entweder schnell abschicken, das geht übrigens auch ohne Briefmarke, oder am 14. März bis 18 Uhr im Wahlbüro abgeben. So einfach geht's. Weitere Informationen zur Wahl finden Sie unter www.landtagswahl-bw.de.